Hallihallo und herzlich willkommen zurück zu Kriegsdonner, War Thunder meine ich natürlich. Und wir spielen heute, beziehungsweise ich spiele heute nicht alleine, ich bin jetzt schon wieder schizophren, merke ich gerade. Nein, ich spiele heute nicht alleine, ich spiele mit meinen beiden Kumpels, dem Alex, den ihr alle kennt, und den Micha, den ihr eigentlich, denke ich mal, auch schon kennt. Hallo, wie geht's? Hallöchen! So, ja, also, ich checke hier gerade, ja genau. Wir spielen heute nicht mit den Deutschen, mit denen ich sonst ja immer spiele und auch mit denen man nicht am weitesten bin. Nein, wir spielen heute mit der, beziehungsweise ich spiele heute mit der Sowjetunion und ich gucke gerade mal eben. Der Micha spielt mit den Japanern und der Alex spielt mit den Deutschen. Und wie wir das, ja, genau, Micha. Ja, okay, das will ja. Ich wollte gerade sagen, Micha macht nie auf Ready, aber er hat es gerade selbst gemerkt. Mm. Oh, herrlich. Okay. Aber allerhöchste Eisenbahn. Das wird aber auch langsam auch Zeit hier. Noch schlimmer ist das als alles andere überhaupt. Coole Karte. Ja, die ist cool. Sieht irgendwie so schön bunt aus. Von daher mögen wir die. Mhm. So, dann wollen wir mal schauen. Ein wirklich nettes Gemälde von mir. Ist die so Grand Canyon-mäßig? War das die? Ja, ich glaube. So ein bisschen. Ja, genau, die ist das. Das ist die. Die ist cool. Beziehungsweise ist es so afrikanische Steppe mit riesigen Bergen. Ja, stimmt. Na dann, Leute. Ich habe 400 Kilo Bomben. Lasst es uns tun. Ich habe zwei Bomber. Vier. Ach, shit! Was denn? Nichts hat sich erledigt. Falsches Loadout mitgenommen. Bullshit. Ich finde die übrigens wirklich cool, die Sowjets. Weil German 8 Air Force. Das sind Level 1er hier. Levels. Ich glaube, nee, Level 2 oder Level 1er. Und die haben so krasse MGs und Bomben schon. Hm. Stefan hat mich gerade angeschrieben. Was will er denn? Ich hab nur Ayo geschrieben. Ayo. Ayo. Wo sind denn die Bomben? Achso, die sind da drinnen wahrscheinlich. Wen greifen die an? Folgt mir. Da kommt eine BB-1, die können wir uns holen. Das ist auch ein Bomber, genauso wie meiner. Ich bin hinter dir. Seht ihr, welchen ich meine? Jo, legen hier rum und fangen die ab. Sag mal. Da ist er. Kommt von der Seite und kommt hier. Na komm schon. Werde ich nicht dagegen, du willst es doch auch. Scheiße, okay, ich lasse euch vorher bahnen. Los, holt ihn euch. Meine ein paar Mal getroffen habe ich jetzt auch, aber... Haben wir ihn? Ist er down? Ja, da sind auch zwei andere. Fuck ihn. Fand ich die Jäger hinter uns, glaube ich. Der ist immer noch nicht down, die BB-1. Ja, fand ich der Jäger hinter mir, Leute. Aufpassen, der verfolgt uns. Okay. Kümmer du dich drum. Oh, da ist er. Ja, Bomber können uns erstmal gar nichts. Aber ich habe mal ein ganz MG mal ein Ziel verschossen. Von daher erstmal 20 Sekunden nachladen. Scheiß Jäger, Alter. Der Waldphilosoph. Scheißdreck, ey, die ist vielleicht so kacke schnell, die KI 75, KO. KI 45. Die BB-1 ist immer noch nicht down, obwohl irgendwie 5 Leute die gerade beschießen, überschossen haben. Meine Magazine laden gerade nach. Das darf ja wohl nicht wahr sein, ey. Die ist auch so kacke schnell. Bin so dermaßen wendig hier. Also, wenn ihr da fertig seid mit eurer. BB-1, ja. Aber die ist noch nicht tot. Ja, das hab ich ganz mal 10 gerade verschossen. Zur Kenntnis genommen, okay. Aber die KI 45 hier macht mir auch gerade so sehr schwer. Die stürzt ab. Ja, Kill Assist. Gar nichts bekommen. Oh, jetzt hat die mir auch den Flügel abgeflogen, dieser miese Sack. Das sag ich euch, das gibt Vendetta. Vendetta! Ja, das ist ja wohl voll in die Hose gegangen. Deswegen versuchen wir das Ganze jetzt nochmal. Wo ist sie denn hin? Da fliegt eine Blenheim, ja. Vorsicht, direkt. Ja, ich bin hinter ihr. Also, ja, ich komme von oben runter. Da hängt aber noch eine von unseren hinter, der Babadona. Hm.
Die kommt direkt auf mich zu. Wer kommt direkt auf dich zu? Gib mir eins. Wo? Ja, bei mir. Echt? Wo? Sehe ich gerade gar nicht. Ach, da unten ist er ja. Die lebt immer noch? Nein, die erste. Habe ich schon längst abgeschossen. Ist die Baby. Wo ist er denn jetzt? Abgestürzt? Abgeschossen. So, okay. Ach ja, Leute, das ist wieder so eine Karte, eine Beispielkarte für, wie wunderschön die doch gemacht sind, die Karten. Hm. Jeder einzelne Busch und so, und oh, ist einfach so toll. Bin so begeistert von diesem Spiel. Wenn ich nicht, ich fange jetzt demnächst mit einem neuen LP an. Aber ich bin immer am Überlegen, ob ich das hier nicht fortführen soll, immer mal wieder. Weil das einfach so Spaß macht. Verdammte Axt nochmal! Zwei feindliche Flugzeuge. Ich bin hinter dir, ja. Ja, ich versuche gerade die. Wie den Waldphilosophen. Aber jetzt ist auch schon. Verfolge die Hurricane. Ja, die verfolge ich jetzt auch. Oh fuck, ich glaube, du stößt gleich ab, oder? Oh scheiße, mir klebt irgendwas am Arsch. Ich glaube, die Hurricane ist abgestürzt. Ja, eine Hawk. Ja, das ist die Hawk hier. Ja, warte, ich wende gerade, dann hole ich sie mir. Die jagt gerade. Oh, oh. Scheiße. Das war so absehbar. So absolut absehbar. Okay. So, da seht ihr den Manellos, den Michi. Hallo. Ich wollte gerade noch. Guck mal hinter, guck mal neben dich, guck mal neben dich. Links. Ausweichen. Nein, das ich mach doch gar nichts. Okay. Oh, guck mal, da kommt eine Fury MK2. Da hinten. Hier. Ist noch wieder überhaupt ein Wort? Ich glaube nicht. Egal. Ah. Mann, das darf echt nicht wahr sein. Ha, erwischt. Ja, mein Magazin war der. Sehr gut. Also ich spiele auf Anfang Stufe 1, ja, 1 Step. Ja, such nur wieder Ausreden, Michi. Such. Nein, ich ja, ist gut, Michi. Ist gut, Michi. Nein. Nein, Michi, nein. Du hast nochmal so viel mehr irgendwie Offensivmöglichkeiten hier. Von daher, stell dich nicht so an. Oh Mist! Oh Mann, da sind ziemlich viele fleißige Flieger in eurem Gebiet, Leute. Der Waldphilosoph hat mich abgeknallt. Na, mein erster Abschluss gerade. Wollte ich nur mal so gesagt haben, ne? Was ist? Alter Micha, das Flugzeug, das brennt, das verfolgt dich noch. Jetzt ist es down. Okay, ich flieg mal in Richtung Michi. Ich bin aber auch gleich tot, mein ganzes Schiff ist gerade. Das Flugzeug ist gerade komplett tot. Wobei, ihr könntet mir mal Geleitschutz geben, weil ich ein Bomber bin. Leute, wie will ich tun? Ich bewege mich gerade mit ungefähr 100 km pro Stunde. Ich glaube, so lange werde ich hier nicht mehr in Luft bleiben. So lange machst du es nicht mehr. Ich bin abgestürzt zum zweiten Mal. Ah, ich lande einfach, shit. Ja, landen bringt wenigstens immer noch ein paar EP. Beziehungsweise XP. Mein letztes Flugzeug. Letztes? Gar mein erstes, das gerade kaputt geht. Ja, mein erstes, da bin ich zusammengestoßen. Ah ja. Mann. Wo seid ihr? Ich fliege hier gerade Angriffe gegen die Bodenziele. 5 Kilometer entfernt von Jan. 8 Kilometer. Oh, und ich habe gerade einen fetten Crash gemacht. Und benutze jetzt mein letztes Flugzeug, bedauerlicherweise. So, dann machen wir mal. Manellus, jagst du die I-35? Das hatte ich vor, in der Tat. Alles klar, dann komm ich mal von der Seite. Aber pass mal lieber auf, ich meine, das Spiel geht wahrscheinlich noch ein bisschen. Ich meine, wenn man mal ansieht, dass noch irgendwie über 25 feindliche Bodenziele noch stehen. So, ich komm von oben.
und... Ja, ich behag die Überraschung, das ist gut. Und muss nachladen natürlich. Mist. 10 Sekunden noch. Wo ist er hin? Der fliegt ganz neu in die andere Richtung hier. Ach, da ist er ja. Ja, in Richtung Flugplatz. Der wird bestimmt von unserer Flak gerade abgeschossen. Ja, ich habe ihn abgeknallt. Na, eins ab. So, ich flieg dir einfach mal hinterher, ne? Es juckt mich schon wieder im Finger. Nein, komm. Nein, nein, nein. Ich schieß nicht auf dich, ich schieß nicht auf dich. Okay. Aber du hast Angst, ne? Berechtigte Angst. Ja. Okay, so. Nein, ich flieg dir nur sozusagen als Rückenschutz. Keine Sorge, ich schieße ihn nicht ab. Ich bin ein vernünftiger Flieger geworden, seitdem ich das hier so pro-like mache. Ah, natürlich. Aber ich mache auch einen auf Kunstflug, warte. Ach nee, da ist einer an der Hanke. Komm, die holen wir uns. Aber schön aufpassen, ich fliege direkt schräg unter dir. Ja, das ist ein Schufa 1er. Den sollten wir eigentlich noch irgendwie unterschießen können. Ich flieg direkt unter dir, pass auf. Ja, den sollten wir unterschießen können, wenn ich meinen MG nur irgendwie so nicht 5 Sekunden schießen lässt. Okay, warte. Da ist er. Fliegt unter mir. Oh, toll. Stütze ab, mein letztes Flugzeug. Das läuft ja, raus. Wir rechnen nicht an. Hab ihn. Ich hab ihn! Okay, den wir eben gejagt haben, den habe ich bekommen. Hier hinten, wenn du mir hinterher fliegst. Wo seid ihr denn? Ich bin weg. Achso, und Michi, du? Hast du eben gesagt. Ich habe noch zwei Flugzeuge. Von daher, ich bin noch am Spiel. Boah, Alter, das war wieder knapp. So, dann flieg mal in meine Richtung. Hier sind nämlich 3 Stück äußerst nah bei mir. Aircraft ist vorne. Boah. Ja, ich habe gerade auch einen hinter mir und ich glaube, es. Ah. Okay, Baby, komm her. Abschuss. Okay, und jetzt haben wir hier noch 2 Stück. Einmal eine MC-202, das ist ein Deutscher. Er ist auch am Boden. Sehr gut. Wo bist denn du, Michi? Oh, da kommt gerade... direkt hinter dir. Da kommt noch eine Heinkel und eine 12 da hinten. Siehst du sie? Ja, aber wenn, die können wir haben das Flugzeug hier als komplett verschlossen. Tja, ja, it's live. Oh, scheiße. Okay, jetzt habe ich ein Problem. Hier, die, aus irgendeinem Grund ist mein dämlicher Motor schon wieder ausgefallen. Das eine tragische Wendung des Schicksals. Das kotzt mich ja schon wieder an. Jetzt gleite ich langsam zu Boden. Nein, ja. Nein, schützt mich, schützt mich, schützt mich! Du bist gerade neben mir zu Boden gegangen. Oh, Mist. Ja, schön. Oh, Kacke. Hier spring raus. Was für ein episches Ende. Hast du noch ein Flugzeug? Ich hab noch eins, aber. So. Ja, dann werde ich dir mal zuschauen im Spectator, weil ich hab nämlich keins mehr. Schau zu und lerne. Junger Novize. So, ich seh dich. Okay, Leute, also ihr seht jetzt Michi fliegen in seiner Japaner-Kiste. Willst du dir die Blenheim holen? Ja, was auch immer das nächste Ziel ist. Ich habe jetzt mal die HUD ausgeblendet, so Vollrealismus. Nice. Wobei es auch noch nur zwei generische Fahrzeuge gibt. Von daher werde ich wahrscheinlich eher Jagd auf die machen, als jetzt noch irgendwie in so einen sinnlosen Dogfight mich zu verstecken. Dog. Ich bin Dog. Der böse Dog. Kennt ihr das von South Park? Nein, kenn ich nicht. Nein. Wo er diesen Kopfgeldjäger macht da, wo Ike mit dieser Lehrerin zusammen ist.
Der Bruder von Kyle. Ich erinnere mich an die Folge, aber an den Song nicht wirklich. Nee, da macht Cartman doch einen auf diese Gangaufsicht. Wo er doch diese blonde Perücke trägt und alle mit Bärenspray vollsprüht. Ihr seht jetzt, wie er abstürzt, ohne Flügel. Und Touchdown. Oh Gottes Willen, was war das? Ja, der hat dir beide Flügel. So ein scheiß Doppeldecker mit Raketen. Ja. Sehr schön gemacht, hat er das. Nee. Nee, weil es komplett unerwartet. Ich meine, man war doch nicht von irgendwie ein 10-0 Flugzeug, dass er irgendwie schon so High-End-Waffen hat. Ja. Jetzt hast du ein Wasserflugzeug. Ein lande doch mal auf dem Wasser, das wäre doch mal was. Ja, welches Wasser? Das ist hier irgendwie so ein Grand Canyon. Ja, gut. Muss doch irgendwo Wasser sein. Ist da links nicht irgendwo Wasser? Doch, da unten ist Wasser, oder? Ja, irgendwie so ein ganz kleiner Fluss. Aber ist nicht so irgendwie so geschwindelt. Nein, das ist ein Stein! Ja. Boom! So, wo sind denn hier überhaupt hier, die noch? Die zwei Armored Cars. Wenn wir die killen, dann haben wir gewonnen. Ja, dann macht es doch. Ja, leider ist hier kein Düsenflugzeug. Ja. Der Waldphilosoph, der sprayt aber mal richtig. Oh, ja, die ganzen Leuchtdingens. Ja. Geist nicht? Leuchtgeschosse, Leuchtspur. Leuchtspurgeschosse, so. Pass auf, dass du nicht zu schnell rund. Alter, wo willst du denn bitte hin? Ja, ich wollte gerade sagen. Ja, hier, Armadka, Moment. Hat sich schon erledigt. Ja, 1A. Dann mach jetzt irgendeinen coolen Tod. Ha, du hast es nicht mehr geschafft. Ja, nicht mehr zum Wort. Michael, ich bin schwerstens enttäuscht von dir. Wirklich. Immer noch besser als du. Ich glaube, ich war höher platziert. Ja, natürlich war ich höher platziert. Um einen Platz. Und warum überhaupt? Warum überhaupt? Ich hatte viel mehr Kills als du. Mehr Punkte, weil ich mehr Assists hatte. Völliger Schwachsinn hier ist. Natürlich. Stell das ganze System in Frage. Nun gut. Okay, Leute, ja. Das war eine Folge. Wir werden sicherlich noch eine abdrehen. Von daher, die seht ihr dann beim nächsten Mal. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Ich würde mal sagen, bis zum nächsten Mal, Leute. Haut da rein. Jo, tschüss. Ciao, bis dann, Leute.